Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum nächsten Ladder Game. Wir sind mit dem Imperium unterwegs und wollen die Vampire in den Boden stampfen heute mal, und zwar mit einer Menge Männer mit Pistolen und ein bisschen schwerer Kavallerie. Außerdem haben wir noch den Hexenhammer dabei, der gegen die Vampire eigentlich nie fehlen darf. Und ich weiß es gar nicht genau, warum ich den Lichtmagier dabei habe. Naja, mal schauen. Shems Burning Gaze, also dieser, wie heißt das auf Deutsch? Shems gleißender Strahl macht ja magischen Schaden, falls er eine Banshee hat oder so, können wir das vielleicht benutzen. Ansonsten haben wir hier noch den Hexenhammer, der darf ja, wie gesagt, nicht fehlen, der macht magischen Schaden. Ist gut gegen die Mordis Engine, Leichenkarren etc. Wir haben noch drei Speere, wir haben eine Einheit Demigreifen und wir haben zweimal eine Reichsgarde. Die werde ich so ein bisschen, ja, dynamisch einsetzen. Wenn ich sie zum Verteidigen brauche, werde ich sie dafür nehmen. Wenn ich sie zum Angriff brauche, dafür. Mal schauen, der General, der soll ein bisschen bei der Infanterie rumhängen. Und ja, dann schauen wir mal, wie es so läuft. Und die Flagellanten sollen eben vorrennen und die gegnerische Infanterie binden, während die Miliz, die Freischärler, in die Nahkämpfe reinfeuern. Das geht mit den Flagellanten immer recht gut. Und die Kanone, ja wie gesagt, die soll eben große Ziele vernichten, also Varguls und so auch. Okay. Was haben wir denn? Er hat eine Menge Skelette und Zombies. Ich denke mal, das dürfte eigentlich nicht so schlecht sein. Damit müsste man eigentlich klarkommen. Und dann hat er noch Verfluchte. Das ist ein bisschen hart. Und Vlad von Karstein. Okay, eine sehr, sehr, sehr tankige Armee. Aber wir haben halt den Vorteil, dass wir seine Truppen ausschalten können, während wir auf ihn schießen und damit nicht so viel Schaden an uns selber nehmen. Und er hat... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich noch so viel Kavallerie leisten kann. Deswegen mal gucken. Mal gucken, was er jetzt auch macht. Gerade nochmal den Schusswinkel unserer Kanone auschecken. Der ist nämlich nicht so toll gerade. Aber wenn die gegnerischen Reiter jetzt hier noch weiter nach oben kommen, dann dürfte das eigentlich unseren Schusswinkel eigentlich nur verbessern. Wir gehen einfach noch ein Stückchen vor mit unserer Infanterie. So, und ich denke mal, von hier aus ist auch eine gute Position, um dann das Feuer zu öffnen. Boah, das wird aber schon trotzdem eine heftige Schlacht. Ich würde auch mal sagen, wir tun unsere Demigreifen hier nochmal ein bisschen rüber. Kommen, halt, Moment. Demigreifen hier hin. Ich sollte eigentlich hier bleiben. Und jetzt können wir auch unsere Flagellanten vorschicken. Und die Kavallerie, die kommt mal ein bisschen vor. Unser General, der kommt auch mal mit vor. So. Alles, was hier durchbricht, wird von den Speeren hoffentlich dann aufgehalten. So, ansonsten können wir mal hier so ein bisschen schon mal seine Bewegungen spiegeln. Okay, hier kommt ein Todeswind. Da können wir hoffentlich dodgen. Okay. Holy shit. Was ist hier? Okay, das Todesrudel. Gleich mal netzen. Und hier dann rein. Mit unseren Demis. Ist okay. Unser General, der wird allerdings jetzt schon ein bisschen gegoomt von seinen ganzen Truppen hier. Hier können wir jetzt mal gerne drauf gehen. Die Kanone kann hier auf die hier feuern. Und wir können hier einfach mal nochmal einen Charge reinmachen. Und vielleicht sogar mit unserem General rüberkommen. Ich weiß noch gar nicht so genau, ob sich das lohnt. Aber die Kanone hier kann auf jeden Fall schon auf die Blutgitter feuern. Das ist schon mal Fakt. General kommt hier mit dazu. Ich weiß zwar, dass das Todesrudel jetzt eigentlich schon gut ist gegen meine Truppen hier, also gegen die Kavallerie, aber trotzdem glaube ich, dass sie gewinnen dürfte, vor allem mit Unterstützung des Generals. Und wenn unsere Kanone jetzt mal feuern würde, das wäre schon mal sehr schön.
So, die Kavallerie hier drüben, die können wir jetzt mal rausziehen, weil ich brauche die jetzt woanders. Die Blutritte hier sind eh bald Geschichte. Und ja, okay, die Kanone will nicht schießen, hat keinen Bock. Ist okay. Das ist okay. Noch 10 Sekunden, wenn er bis dahin kein gutes Ziel für seine Truppen hier gefunden hat, dann hat er ein Problemchen. Sag mal, sind das Demi-Greifen, die hier nichts machen? Seid ihr bescheuert? So, hier rum jetzt bitte. Okay, verdammt, er hat sich nicht geschafft, hier reinzukommen. Das ist schlecht. Einmal bitte hier rum. So, Demi-Greifen. Brauche ich jetzt hier hinten? Ich brauche euch hier vorne. Die Speere hier können schon mal hier rein. Oh Mann, das ist eine riesige Horde hier. Das ist wirklich krass. Unser General, der soll nur mal ein paar Schläge austeilen. Nur, um so ein bisschen schon mal Schaden zu machen an seinen Truppen. Und wir brauchen hier dringend Kavallerieunterstützung. Wir werden hier richtig in Dreck gezogen nach und nach. So, Demi-Greifen holen sich jetzt die Blutritter hier. Die Speere gehen mal hier hin, halten die Zombies auf. Euch brauche ich wieder in der Position. So, und ihr macht euch jetzt mal bereit für Angriffe in seinen Rücken. So, Kanone kann jetzt im Grunde genommen mal vielleicht einfach in die Blobs hier reinfeuern. Einfach mal hier. Und das wird nochmal richtig derbe hier. Wenn jetzt die ganzen Truppen hier durchbrechen, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein kleines Problemchen. So, und dafür brauche ich jetzt meine Kavallerie. Die sind jetzt eigentlich so die einzige Hoffnung, die ich noch habe, die Kavallerie. Im Grunde genommen. Einfach mal umdrehen, feuern, hier auch. Geh wieder raus. Der General kommt mal hier mit rein. Die Speere halten hier die Zombies auf. Hier will er auf nochmal einen Todeswind machen. Da wird er sich jetzt aber selber treffen. Und zwar ziemlich übel. Das folgt man dann gleich mal mit einem Kavallerieangriff. Hoffentlich denn. Nee, passt schon. Da hat er sich jetzt ein bisschen selber getroffen. Unsere Kavallerie. Ich bin immer ein bisschen spät mit meiner Kavallerie dran. Die Demi-Greifen können. Ja. Ja, die bleiben mal hier. Während die beiden hier im Rücken chargen, bleiben die mal hier vorne. In der Nähe unserer Infanterie. Hier müssen wir uns schon mal aufs Feuern weiter vorbereiten. Und er hat jetzt halt keine Möglichkeit mehr. Unsere Kavallerie aufzuhalten. Das ist halt das Einzige, was wir jetzt noch so für uns zu sprechen haben. Und wir können hier halt hoffentlich jetzt halt auch schon mal seine Flanken möglichst schnell brechen. Die Flagellanten halten halt wirklich sehr, sehr gut aus. Das macht mich wirklich stolz auf meine Flagellanten. Angegreifen, positionieren sich mal hier. Ich weiß nicht, die Kanone bringt irgendwie gar nichts mehr. Es hilft nichts, eine Kanone mitzunehmen, weil die nicht schießt. Schießt schlicht und ergreifend nicht. Also weiß ich auch nicht, was man damit jetzt noch groß machen soll. Hier schicken wir mal noch eine Einheit Speere rein. Einfach nur zur damit hier mehr Truppen sind. Was ist denn mit den Fernkampfeinheiten los? Die feuern nicht gescheit. Das ist so ätzend. So, und raus. Hier kommt der nächste Charge. Einmal da drauf. Unser General kämpft zwar gegen Speere, aber das ist okay. Unser Magier, der kommt auch mal hier vor. Oh Mann, das ist eine Menge. Das sind eine Menge Zombies. Relativ übel. Es wäre natürlich schön, wenn wir den Blob hier brechen könnten, weil da hockt sein General drin. Und deswegen würde ich gerne sein General so ein bisschen isolieren, damit wir ihn dann platt machen können. Mit unseren Demi-Greifen und so weiter. Jetzt auch schon mal hier so ein bisschen in Position gehen dafür. Diese Speere können sich gerne um die Verfluchten... Ja, nee. Eigentlich nicht unbedingt, aber ist okay. Oh Mann, ich sag's euch... Also eins kann ich euch schon mal versprechen, wir werden hier in der Schlacht eine Menge Kills sammeln. Das kann ich euch schon mal versprechen. So, jetzt können wir ihn mal hier isolieren. Dass auch keine Zombies mehr zu ihm kommen können. Und unser General kommt mit hierher.
zu seinen Truppen. So, jetzt hätte ich gern hier noch ein bisschen Kavallerieunterstützung. Ansonsten ist es, denke ich, okay. Und die Flagge, oh, schade, schon vorbei. Lustiges Match, krasse Armee meines Gegners. Einfach eine riesige Zombie-Horde und ich, wisst ihr was, wir schauen uns einfach mal auch das, Replay nochmal an. Ja, ich sag's ja, hier verdammt viele Kills. Aber die Kanone hat sich überhaupt nicht, naja gut doch, die hat schon ein paar, Blutritter ausgeschaltet, aber ihr habt ja gesehen hier am Ende, wenn die so nur ein bisschen, blockiert ist, was ihren Schusswinkel angeht, da macht die einfach gar nichts mehr. Die kann dann überhaupt, die läuft immer zum Gegner hin und ich hoffe echt, dass das noch gefixt wird irgendwann mal. Und mein Gegner hat eine ziemlich krasse Armee dabei gehabt. Ich denke mal, er ist ein bisschen neu. Oder? Ich meine, man kann so eine Armee schon, sowas kann schon funktionieren, aber er hatte halt das Problem, dass er jetzt hier keinen Leichenkahn und so hatte. Weil ich finde halt solche Massenarmeen immer ganz gut in Kombination mit so einer Massenheilung. Zum Beispiel mit der Mordis Engine oder so. Wobei das dann auch schwieriger ist, weil die Mordis Engine natürlich sehr teuer ist. Und er hat hier sogar den Zehnt dabei. Ganz cool. Ja, aber auch an seiner Aufstellung. Ich weiß nicht, ob er neu war. Meint ihr, der. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob der Gegner hier bedenkt, dass er Erfahrung hatte, weil im Grunde genommen kann sowas schon funktionieren mit so einer Menge an Futtertruppen in der Frontlinie und danach dann sowas wie die Verfluchten, die machen natürlich das meiste fertig, was die Infanterie, was die, das Imperium so an Infanterie hat, diese Verfluchten hier. Was war das? Aber ist auch nicht. Ich meine, in so einer Situation kann sich die Kanone natürlich schon lohnen. Die machen hier schon. Die macht schon hier guten Schaden an diesen sehr teuren und sehr wertvollen Blutrittern. Aber dann später, wenn die Schlacht einmal losgegangen ist, dann bringt einem die irgendwie nur noch sehr wenig. Ich meine, die meisten Kills, die sie jetzt gemacht hat, waren wahrscheinlich sogar an Blutrittern, aber trotzdem. Und ich weiß auch, dass meine Kanone hier nicht die beste Position hatte, aber. Weiß ja nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Oh yeah. Die armen Zombies hier und Skelette müssen den Hügel hochstürmen. Das ist auch schon wieder so eine bisschen ungebalanced Map, finde ich. Weil derjenige. Naja, gut, ich meine. Das ist auf jeden Fall eine Map, die ziemlich dazu einlädt, Artillerie zu bringen. Und hier konnten wir zum Glück diesen Wind of Death dodgen, obwohl er uns hier sogar noch getroffen hat. Okay. Hey, habe ich da irgendwas übersehen? Okay, ich habe vergessen, dieses Regiment aus dem Weg zu schaffen. Die haben auch gut Schaden genommen. Aber genau die solche Situationen, der Bild ist eigentlich sehr, war halt eigentlich perfekt, dass man Gegner so ein Massenbild hier gebracht hat. Weil man eben genau solche Situationen wie hier herbeiführen will. Dass halt praktisch eure Flagellanten die Gegner aufhalten und sich solche Blobs um die rumbilden. Sodass dann die Freischäler hier von den Seiten halt immer so reinfeuern können. Das ist genau das, was man damit erreichen will. Genau sowas wie hier ist halt eigentlich perfekt für diesen Bild. Weil ihr einfach hier einen wunderbaren Winkel habt. Auch hier, die wollen einfach nicht feuern. Jetzt sehen wir die so zucken. Das sagt uns schon mal, dass die irgendeinen Fehler mit ihrer Zielfindung haben. Die feuern einfach nicht. Die haben hier perfekt Ziele vor sich. Na gut, ich meine, da sind schon ein paar Flagellanten im Weg jetzt. Aber trotzdem, im Grunde genommen müssten die, finde ich, feuern können in der Situation. Das ist wirklich ätzend. Wie das momentan läuft. Ja, nee, mein Gegner war nicht so erfahren, denke ich mal. Er hat hier auch seine Blutritter ziemlich schlecht eingesetzt. Hätte sich zum Beispiel die Kanone, also ich denke mal, ich hätte mir wahrscheinlich erstmal die Kanone geschnappt. Da kommen natürlich die ganzen Zombies hoch, aber das bringt halt den Vampir jetzt nicht so viel gegen die Freischärler, weil die Freischärler kaum nicht viel Schaden nehmen von den Zombies.
Und ich weiß schon, fast keine Einheit nimmt besonders viel Schaden von diesen Zombies. Aber die machen die halt auch in einer annehmbaren Zeit platt. Ohne dass sie ewig dafür brauchen, weil die halt auch nicht so schlecht im Nahkampf sind. Sind von den Nahkampfstats her, ja, ist fast vergleichbar mit Schwertkämpfern, kann man sagen. Ich glaube, die haben sogar einen ähnlichen Angriffsbonus oder so wie die Schwertkämpfer. Also ist schon okay. Aber das hier ist halt schon heftig. Einfach diese Horden an Zombies. Aber das Problem ist halt, wenn man so viele Futtereinheiten hat, ist, dass eure eigenen Einheiten auch relativ wenig Schaden machen. Fast hätte ihn noch erwischt. Ja. Das ist halt ein bisschen das Problem. Weil die ja auch eure eigenen Verfluchten hier blockieren. Die Zombies haben ja auch eine Masse. Und dann können halt immer nur ein paar Verfluchte angreifen, während hier total viele noch hinten zwischen den Zombies stehen und nicht angreifen können. Und das ist halt dann immer so ein bisschen... Ja, es ermöglicht einem halt eine Frontlinie zu bauen, die länger hält. Aber man kriegt halt auch leider nicht so viel Schaden durch, wie wenn man jetzt die Verfluchten auf breiter Front komplett gegen die gegnerische Einheit schickt. Und ja, hier geht es jetzt eigentlich mehr um das Cinematische gerade. Das war jetzt ja auch keine so strategische Meisterleistung jetzt von beiden Seiten, würde ich mal sagen. Aber es ist halt einfach lustig, das anzusehen, so riesige Massen an Untoten, die von schwerer Kavallerie niedergeritten werden. Cool ist es ja schon. Bam! Egal. Und ich bin echt froh, dass meine Flagellanten hier so lange ausgehalten haben. Weil eigentlich sind diese Verfluchten hier, die mit Schwert und Schild der Vampire, der absolute Hard-Counter gegen Flagellanten. Flagellanten machen wenig Schaden an denen, sehr wenig sogar. Und die Flagellanten werden im Gegenzug extrem schnell von denen niedergemacht. Also da muss er wirklich aufpassen. Diese Jungs hier sind einfach auch ein sehr guter Pick gegen das Imperium, weil die auch Schilde haben und so. Und bam, da kommt natürlich die ganze schwere Kavallerie rein. Im Grunde genommen müsste der Held auch jederzeit hier antanzen. Bei Vlad. Der Feldherr des Imperiums. Ja, man muss das Imperium wirklich ein bisschen anders spielen. Nicht mehr so einfach mit den Musketen gut einzusetzen. Teilweise ist es auch wirklich nicht ganz nachvollziehbar, warum die nicht schießen. Ich hoffe mal, dass da was gepatcht wird. Wenn die Gruftkönige rauskommen oder so. Was ich ja auch sehr geil fände, wäre noch so eine Futtereinheit fürs Imperium. Und zwar würde ich mir halt irgendwie total Halblinge wünschen. Also, dass man Halblinge mitnehmen kann. So ähnlich wie dann vielleicht Goblins oder so. Sozusagen vielleicht so 250 Gold für so eine super schwache Einheit. Mit einer niedrigen Moral. Aber dafür vielleicht sogar entweder Bronze- oder Silberschilde oder so. Das wäre schon cool irgendwie, so Halblinge. Außerdem schauen die cool aus. Und Halbling-Bogenschützen wären auch sehr nice. Das würde ich mir echt wünschen, Mann. Was sagt denn ihr dazu? Halblinge im Imperiumsloster einfügen und vielleicht Oger wäre natürlich auch noch cool. Gibt's ja auch im Tabletop, konnte man ja auch Oger teilweise nehmen. Und, naja, okay. Schreibt es mir unten rein, was ihr davon halten würdet und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann. Haut rein und ciao.